Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, ihr erwischt mich gerade beim Angeln, weil das Einzige ist, was ich beim Vorbereiten vergessen habe. Also machen wir die zwei Köder jetzt mal durch. Ich habe euch den Rest erspart jetzt trotzdem noch. Wird zwar mit der Aufnahme ein bisschen spät, aber macht ja nichts. So, den letzten noch. Und zwar, wie gesagt, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe auch schon angefangen umzuräumen. Es sind auch ein paar Tage vergangen, zeige ich euch gleich. Aber ich habe gesagt, damit müsst ihr jetzt mal ein bisschen rechnen, weil sonst komme ich nämlich ein bisschen in Verzug mit Aufnahmen. So, da hinten seht ihr es. Nächstes Ziel. Weil ich stehe auch gerade hier, weil die Netze sind schon quasi teilweise bis auf hier vorne gerammelte voll, was hinten drin angeht. Ich habe auch die Reihe schon mal komplett durchgezogen. Und hier fehlen jetzt nur noch drei. Also beziehungsweise bis zu dem Abschluss fehlen dann erstmal nur noch drei. So, da hinten ist nämlich schon eins, was nämlich schon gar nicht mehr mitgenommen wurde. Und wir befinden uns jetzt aktuell Tag 107. Also die Aufnahme habe ich jetzt quasi, beziehungsweise die Sitzung habe ich jetzt quasi bei Tag 106 am Anfang angefangen, weil wie gesagt, ich habe das Angeln vergessen. Und wie ihr wisst ja selber, wie es ist, dann kommst du vom Hölzchen auf Stöckchen und eins ergibt das andere und dann dauert es doch wieder ein bisschen länger. So, hier brutzelt es noch. Ach siehst du, weil ich den Entsafter gerade sehe, das wollte ich nämlich eigentlich auch noch machen, bevor ich euch dazu hole, aber dann machen wir das jetzt zusammen. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. So, weil das müsste ich auch noch mal umsetzen hier. Oh, mal zwei. Hui, aber dafür keine Samen. Das ist auch schon gut. Drei. Können wir den Entsafter gleich anschmeißen. Also ich habe schon mal abgeerntet, aber da kamen, ich glaube, aus zwei Palmen drei Kokosnüsse raus. Also ich glaube, das hat auch nichts damit zu tun, wie lange man die stehen lässt. Das ist einfach nur Glück. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass es einfach nur Glück ist. So, dich krapsche ich mir mal. Und du kommst auch mal woanders hin. Weil dann können wir das nämlich besser stellen. So. Und ich habe echt schon überlegt, dass man, wenn dann mal mehr Platz ist, auf jeden Fall mehr Bäume machen. So, ich hoffe, das stört jetzt den Empfang nicht. Jetzt muss ich bloß nochmal schnell... oh, sieben Stück. Das ist aber gut jetzt. Das ist wirklich gut gewesen jetzt. Ich sag, bei dem letzten Mal ernten, bei den vier Palmen, da kamen, ich glaube, gerade mal drei Kokosnüsse dabei rum. Die waren so schnell, wie sie da waren sie wieder weg. So, vier. Die nehmen wir auch gleich mit. Ja, genau. Und ich habe... ich habe mal noch die zwei Motoren gesetzt. Ich habe die jetzt wirklich erstmal so gesetzt, dass sie hier in der Mitte stehen. Ansonsten setzen wir die dann einfach nochmal um, wenn jetzt doch nochmal einer oder nochmal zwei Motoren dazukommen. Dann möchte ich hier die Schmelzen weg haben. Die zwei Kisten mit den, ich glaube mit dem fertigen Schmelzzeug habe ich schon weggeräumt und mit dem Essen. Die mit dem Essen steht da vorne, die mit dem fertigen Schmelzzeug steht jetzt hier. Also Schmelzzeug, wie zum Beispiel Eisen und so. Ja, die steht jetzt hier. Die Essenskiste steht hier und die Küche und den Entsafter habe ich quasi auch schon mal hier vorgepackt, weil ich eigentlich hier hinten schon, ich wollte eigentlich die Wand schon drin haben, bis mir dann aufgefallen ist, ja, du musst ja noch zwei Motoren reinstellen. Deswegen jetzt quasi nochmal Kommando zurück gewesen, aber ich glaube, den hätte ich eigentlich auch umdrehen müssen. Dass quasi die Motoren eben wenigstens hier vorne angucken. Weil ich würde gerne hier hinten einen Abschluss machen. Mit quasi hier einer Wand. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd, weil es jetzt direkt am Fenster ist. Aber ja, ansonsten machen wir hier eine schräge Wand rein. Dass es dann ein bisschen anders aussieht. Und hier vorne das Abteil, die Seite weiß ich jetzt noch nicht genau. Aber hier auf der Seite hätte ich dann schon gern die Küche. Und auf der anderen Seite vielleicht die Bioraffinerie für den Biotreibstoff. Ja, genau. Und vorne dann halt Lager und ja, irgendwie sowas in der Dreh. Auf jeden Fall würde ich gerne heute hier hinten noch ein bisschen aufräumen und die Wand mit euch machen. Und dann eventuell mal gucken, ob wir es noch zum Händler schaffen. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ob hier noch Platz drin war. Ja, war es noch. Gut. Nein, du nicht. Du bleibst hier. So, dann nehmen wir dich mit. Wasser habe ich noch. Das ist sehr gut. Und ich würde das auch gerne machen, bevor wir rüber zum Händler gehen. Es könnte ruhig mal regnen ab und zu.
So, schneide ich raus, wenn ich es nicht vergesse. So, genau. Dann würde ich jetzt nämlich sagen, ich packe mal die Fische weg. Ist jetzt einfach bloß, dass es weggeangelt ist, weil so viel... Ich habe auch nicht wirklich Zeit gehabt, um Würfel zu pressen. Ist alles ein bisschen hinten dran gestanden. So, weil wie gesagt, die Netze nebenbei noch, die ich gemacht habe. Und dann hier, ihr seht, jetzt alles voll. Ich habe größtenteils nur die Fässer rausgenommen, zwecks dem Schrott, der da drin ist. Aber es fließt ja auch schon wieder einiges dran vorbei, also von daher. So, genau. Die schmelzen. Ist dann jetzt halt auch die Frage, wenn ich jetzt die Schmelzen hier hinten rausnehme, da vorne dann Küche machen möchte, wo ich die Schmelzen hinpacke. Oder wir müssen hier hinten irgendwie nochmal teilen. Dass der auch noch... Na, der muss ja sowieso weg. Da müsste ich jetzt mal gucken. Kriege ich denn nochmal, dass der eh mal losgeht? Ja, das müsste jetzt nochmal ein Würfel werden eigentlich. Und mal gucken. So, die Kiste ist natürlich auch schön voll. Könnten wir dann quasi auch mal loslegen mit hier Balken ziehen. Kriege ich das Holz noch weg? Nein, nicht komplett. Okay, so, was ist denn in den Kladderadatsch-Kisten noch drin? Nägel haben wir auch noch ein paar. Das ist auch sehr gut. Davon könnte ich mal noch ein paar herstellen. So, warte mal, die kleine Kiste könnte man eigentlich schon mal wegnehmen. So. Aber wo stellen wir die jetzt hin? Ich möchte es jetzt auch nicht bloß von A nach B räumen. Weil eigentlich würde ich dann auch gerne schon mal anfangen, hier vorne noch die Wand zu ziehen, dass wir hier dann langsam das Vorderteil anfangen können. Du kommst jetzt erstmal. Die stellen wir jetzt erstmal hier hin. Es wird ja eh erstmal nicht anders werden. So, wir schieben es ja eh erstmal bloß von A nach B. Das bleibt nun mal nicht aus. So, dann hätten wir hier sogar noch einen Slot frei. Ach, siehst du, für die Blueprints wollte ich immer noch eine extra Kiste basteln. Ist auch wieder ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ah, dich habe ich vergessen zu gießen, okay. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. So, ja, ich weiß, da ist ein Fass. So. Schnell hier nochmal Wasser rein. So. Sehr schön. Was ist jetzt hier alles drin? Okay, Ton, Blätter. Die könnte man nochmal rausnehmen. Komm, gib's mal her. Das sind 20 Blätter, kriegt man bloß 10 Seile raus, das ist so nice. So, da machen ja irgendwo Nägel drin. So, wie viele Netze wären das jetzt? 2, ja? Ja. Möchte ich hier nochmal. Komm, nimm gleich die Zähne, das wären eh bloß 5. So, dann hätten wir hier schon mal noch 3 Netze. Und ich glaube, dann ist die Party vorne auch voll. Dann hätten wir hier schon mal den Abschluss mit den Netzen. Mega. Sehr schön. Ja, das war so eigentlich gar nicht geplant, aber okay. Alles, was wir verbrauchen können, ist gar nicht schlecht. So, die Kisten hier vorne stören erstmal nicht. Die können wir sogar erstmal lassen. Ist hier noch was drin? Nee. Dann kommt der hier auch schon mal weg. Ich weiß, der stört eigentlich auch nicht. Aber wenn wir jetzt schon mal dabei sind, alles ein bisschen umzubauen, dann können wir das ruhig mal machen. Ich baue sowieso alles noch 5-mal um. Zumindest von dem ganzen Gelumpe hier. Da könnten wir den Tischfleisch sogar gleich auch rausstellen. Jetzt mal hier so hin. Mal gucken, ob wir dann hier noch was finden, was dahin kommt. So, die Kisten stehen jetzt dort. So, die Schmelzen. Wo stelle ich denn jetzt mal vorübergehend die Schmelzen? Ich müsste ja auch mal fürs Bett abreißen. Wenn ich die Wand hier durchziehen will. Weil schräg, ich würde jetzt ungern von der Ecke suchen wollen. Das ist jetzt gar nicht so meine
mein Appetize. Sagt man das heute noch? Naja, eigentlich nicht. Okay. So, das kann erstmal hängen bleiben. Das stört erstmal nicht. Oh, oder vergessen, die Kartoffel zu gießen. Weil ich würde nämlich gern auch dann in der Küche quasi ein paar kleine Growing Pots hinstellen. Und zwar aber schon die guten. Also quasi, siehst du, die müssen wir uns nämlich noch kaufen. Die müssen wir uns nämlich noch besorgen. Hä? Ja, was denn jetzt? Nee, warte mal. Das haut ja nicht hin. Ich brauche mal Seile. Weil den kriegt man doch auch wieder ganz leer, eigentlich. Ja, da braucht er viel. Jetzt. Ach so, dann hat das noch zu dem einen Würfel gefehlt, oder was? Also müsste das jetzt noch ein Würfel werden und dann müsste der eigentlich leer sein, oder? Ich hoffe es. Ansonsten fliegt er dann einfach weg. So, dann kralle ich mir jetzt mal... Alter, haben wir viele leere Batterien. Lecko mio. Ich hoffe, ich kriege das jetzt alles weg. Plus Kiste? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich muss kurz mal eine zwischenlagern. Hier ist noch Platz. Okay. Dann kommst du hier rein. Und dann kann ich mir jetzt schon mal die Kiste holen. Ja, dann würde ich sagen, wo packen wir den mal in der Zwischenzeit hin? Wollen wir den auch mit rausschmeißen? Ich würde sagen, ja, wir schmeißen den einfach mit raus. Hier, die Kiste kommt hier unter das Tic-Tac-Toe-Spiel. So. Alles wieder schön rein. Die Münzen. Mach das mal so. Naja, mach's mal so. So, die Fische. Und dann die Batterien. Ja, ich weiß, man kann das woanders machen. Aber da bin ich leider etwas penibel, was das angeht. So, brauche ich jetzt die leere Batterien geschmissen, die eine? Ja. Schade, dass man die nicht stacken kann. Also, weil leer ist ja leer. Und bis zum Ladegerät dauert es bestimmt noch ein bisschen. Naja, ist immer noch nicht ganz leer, okay. Aber fliegt halt. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die mit eingesammelt hätte, deswegen habe ich die jetzt extra weggenommen. So. Gut, dann tun wir den Recycler hier hinpacken. Das Teil ist einfach zu groß. Das Teil ist einfach zu groß. Der braucht schon einen Raum für sich. So. Aber dann haben wir den jetzt wenigstens auch erstmal hier draußen stehen. Gut. Dann die Schammermelzen. Wo stelle ich die Schammermelzen hin? Ich könnte ja theoretisch... Weil der wird ja nicht klein, ne? Wenn ich jetzt... Warte mal, ich nehme die mal weg. Na toll, jetzt habe ich extra wieder eine Planke reingeschmissen. Wann bin ich doof? So, Dille. Wie machen wir das jetzt? Also ich hätte gern schon einen Platz hier vorne, wenn man dann hier reinkommt. Also wäre die Wand jetzt ja theoretisch hier. Warte mal, wo ist mein Hammer? Ja. Das ist alles ein bisschen durcheinander. Wäre die Wand jetzt... Ich schlafe mal kurz, dass ihr was seht. Ich mag das auch nicht. Mein Magen wird eh gleich brummen. Zwecks Hunger und Durst. So. Naja, huste mal dezent. Ist gleich vorbei. So. Jetzt hänge ich schon unter der Decke fest. Ja, das Bett muss trotzdem dort weg. Das ist viel zu hoch, weil ich glitsche jedes Mal um in die Decke rein und dann gehe ich fest. So. Thema Wand. Die müsste jetzt ja eigentlich... Also, was heißt müsste? Aber eigentlich hier anfangen... Und dann bis hier rüber durchgehen. So. Nicht? Was würde sich so günstig machen, weil da oben gerade noch so eine Deckenleiste durchgeht. Und jetzt ist die Frage, entweder dieselben Türen wie da oder nur eine in der Mitte. Oder wir lassen es einfach offen. Habe ich nicht noch? Warte mal, ich kann doch auch. Sieht vielleicht ein bisschen dämlich aus dann, aber... hier, Vorhang.
Hängen wir es einfach zu. Ja, aber ja gut. Weiß ich nicht. Ist ein bisschen sehr komisch, ne? Ja. Aber gut, wir stellen jetzt erstmal die Wand, würde ich sagen. Wir stellen jetzt erstmal die Wand. Dazu muss ich sowieso das Netz leer machen. Und das hier mal kurz entfernen. Und hier eine feste Portie reinklatschen. Das müsste ich sowieso noch machen. Ah, das können wir auch nebenbei machen. Brauche ich ja eh noch Holz, wenn ich das richtig sehe. Wenn ich alles habe, aber kein Holz. So. Dann hier jetzt Wand. Wand, 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 Wand und wieder kein Holz mehr. Na klasse. Oh, hier war jetzt viel Holz drin. Also viel ist relativ, weil es waren Opus 11. Ja, das Blatt hat es noch nicht zugegriffen. So. Dann hier noch eine Wand. Zack. Hier wird jetzt eine Tür reinkommen. Bevor ich es vergesse. Jetzt wieder da. Hier würde jetzt eine Tür reinkommen. Finde aber auch gut, dass das geht. Also, dass das so funktioniert, wie ich das hier quasi vorhab. Nee. Was machst du denn? So, da Wand. Genau. Und hier dann Tür. Achso, mir fehlen wieder Nägel, ne? Alles eh verkehrt rum. Nägel, ich brauch Nägel. Nägel, Nägel, Nägel. Wo sind die anderen Nägel hin? Drei. So, zack, Tür. Okay, dann machen wir jetzt den Rest mit der Wand. Ja, da kommt kleiner was hin. Hier noch. Nein, das war so klar. Es war klar, dass ich mich mit einer wenigstens versetze. Das war richtig klar. So, jetzt ist es zwar nicht so passiert, wie ich das eigentlich wollte, weil eigentlich wollte ich ja zwischen die Fenster, aber ja, dann ist es jetzt halt so. Man kann ja nun mal nicht alles haben. Das geht nun mal nicht. So, noch eine Wand. Ja, schon mal Netz leer greifen. So, dann wieder raus das Ding. Und das Netz wieder rein. So. Genau, jetzt habe ich ja die Idee gehabt, dass ich auf der Seite, die bräuchte ich vielleicht sogar nicht so groß machen. Weil dann könnte ich hier nämlich zwei Räume draus machen. Okay, wir haben aber sechs Motoren. Also müssten das ja mindestens, je nachdem, was es für eine Raffinerie wird. Was wird ja bestimmt erstmal klein anfangen, denke ich mal. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall hatte ich die Idee, dass man hier, ich denke mal eher, wo ist denn das Fenster hier vorne drin? Dort. Also hier über die Netze gehen, würde ich jetzt nicht sagen, oder? Weil meine Idee wäre jetzt nämlich gewesen, dass ich hier Raffinerieraum mache, wie gesagt. Dann könnte ich hier vorne nämlich auch die Schmelzen hinpacken. Wenn ich den Raffinerieraum bis... Ja, fallen wir erstmal durch den Anker durch. Ich hasse das Teil, so wie alles andere. Guck mal, wenn wir den Raum jetzt hier teilen würden nochmal, hätten wir ungefähr, also 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja gut, okay, für die Schmelzen sollte das jetzt reichen mit den 5. Weil es sind ja bloß 4, die könnte ich dann hier sogar in eine Reihe stellen. Wenn ich jetzt hier teilen würde, könnte ich hier Raffinerieraum draus machen, auf der anderen Seite eine schöne große Küche. Grenzt zwar am Motorenraum an, aber da hinten ist ja dann quasi zu. Selbst mit der Tür. Das ist ja nicht so schlimm. Das könnte ich ja trotzdem machen. Ja, doch, das könnte gut werden. Das könnte gut werden. Und ich würde aber von der Raffinerie aus, von dem Raffinerieraum, würde ich jetzt hier quasi ein Fenster setzen. Dass wir dann quasi
mit der Leitung, die es dann mal gibt, das weiß ich ja, dass es die Leitung gibt, gleich von hier in den Motorenraum rüber gehen, weil ich wollte hier sowieso oben lang verlegen. Dass wir uns den Weg mit dem Sprit sparen. Oder dann halt noch hier die Tanks mit reinstellen. Die Treibstofftanks. Weil das wird dann hier, denke ich mal, etwas enger werden. Für die Treibstofftanks. Also dass quasi Raffinerie und Treibstofftank in einem Raum stehen. Könnte man ja das trotzdem quasi hier so als Mittelkorridor lassen. So, sonst nervt mich das, Tür zu. und dann könnte ich jetzt hier quasi schon mal die eine Schmelze hier herstellen. Oder wollen wir die erhöht stellen? Ach, der Grill muss auch nochmal weg, ja? Der Grill muss hier mit rüber eigentlich. Der Grill müsste ja hier mit hin. Ich weiß gar nicht, warum ich den da hingestellt habe. So. Weil hier wird es nicht reichen für die Schmelzen. Oder wir stellen sie halt anders auf. Ist ja auch nicht so wild. Wir hätten ja ein bisschen Platz. Dann hätte ich das aber hier mit den Türen auch schon anders machen können. Aber ist ja egal. Man kommt ja dann quasi von außen in zwei verschiedene Bereiche. Man kommt ja von außen quasi immer in die Küche und immer in die Schmelze, wo es dann weiter nach hinten geht. Weil entweder machen wir dann von hier einen Zugang, von den Räumen aus. Oder wir machen die zwei Türen weg, nehmen das als Mittelgang und machen dann jeweils da links und rechts Türen. Das könnte man ja auch machen. Das könnte man ja auch machen. Das wäre nicht das Problem. Aber ich komme schon wieder vom Hölzchen aufs Stöckchen. Eigentlich müsste ich mich ein bisschen ranhalten mit den Folgen. Und versuchen, so viel wie möglich zu schaffen. Und weil ich das gerade sehe, das müsste auch noch ein Stückchen hinter. Aber oben ist ja eh noch nicht fertig. Also oben kommt ja auch noch eine Etage drauf. Und dann kommt es ja noch ein Stückchen höher. Ja. Genau. Lass mich mal kurz einen Schluck trinken und überlegen, was wir das jetzt am besten machen. Schwierig. Also was das angeht, habe ich meistens keine nicht so viel Fantasie. Keine nicht so viel Fantasie, das ist auch ein geiles Wortspielausdrucksgedöns. Braucht trotzdem noch Holz. Könnt ihr auch was aus der Kiste nehmen einfach. Weil Holz kommt gerade nicht viel rum. Ja, so viel dazu. Seile. Also das mit dem Vorhang machen wir dann eventuell mal anders. Das könnten wir ja zum Beispiel machen, wenn wir hier den erhöhten Sitzbereich machen. Könnte ich ja die Fenster zum Beispiel zuhängen. Das ist jetzt natürlich auch wieder blöd, weil das Fenster jetzt wieder hier hockt. Kriege ich das noch geändert, dass ich hier vielleicht alle zwei eins reinmache? Also quasi das Fenster weg. Aber das sieht dann auch auf einer Seite auch bloß doof aus, oder? Da müsste ich es dann da drüben auch nochmal machen. Ja gut, okay, das sind jetzt Sachen, worüber ich jetzt rumheulen muss. Obwohl es jetzt noch gar nicht zu heulen gibt eigentlich. Nee, weil das ist jetzt schon jammern. Weil man eigentlich ablenken will und man weiß eigentlich gar nicht weiter. Ja, jetzt wollte ich gerade das in den Recycler schmeißen, jetzt steht er aber hier draußen. So. Gut, ich sammle jetzt erstmal die restlichen Schmelzen ein. Weil ich immer noch nicht weiß, wohin damit. Muffys Bett muss auch nochmal weg. Das kommt jetzt einfach. Aber eigentlich hänge ich es mir jetzt alles nur ins Bett, in den Weg. Weil selbst wenn ich es jetzt hier hinhänge, kommt es dann obelos weg. Weil es mir dann obelos im Weg hängt, wenn ich jetzt weitermachen will. So. Gut, ich mache erstmal hier hinten rum leer. Platz haben wir denn noch? Ja, ich müsste ein bisschen Plaster loswerden. Sieht zwar voll aus, aber so voll ist es eigentlich gar nicht. So, wie viel Holz haben wir jetzt? Okay, können wir erstmal ein paar Wände bauen. Beziehungsweise erstmal die Halbwände.
Ja, und das würde jetzt an der Wand auch das einzigste, der einzigste Zugang nach da drüben sein. So würde ich es jetzt quasi machen. Dass wir hier komplett zumachen. Was habe ich denn jetzt hier drin? Unten das Fundament, okay. Auch aber das hier. Aber das einmal so hier rumziehen. Habe ich die jetzt oben gesetzt? Ja, wahrscheinlich. Toll. Ja. Ah, ich hab's da oben gesetzt. Ich hab's gerade gesehen. So. Und dann könnt ihr hier jetzt noch ein Schild dran mit Maschinenraum. Also, ja, irgendwie sowas. Könnte man hier auch gleich machen. Brauche ich für so ein Schild. Nägel. Natürlich brauche ich Nägel. Na klar brauche ich Nägel. Mann. Was denn noch sonst? Ja, aber es gibt ja Gott sei Dank immer gleich zwei Schilder. So, hängen wir das hin? Ja, ne? So, dann Text. Ich hoffe, das passt jetzt auch drauf. Nein! Du Sösel! So, Maschinenraum. Achso, müsste ich jetzt noch einen Trennstrich eigentlich hin? So, Maschinenraum erledigt. Okay, gut. Sieht zwar ein bisschen dämlich aus, aber passt schon. Ist das das? Naja, komm, das sieht man dann ja auch nicht mehr, weil hier kommt dann ja eh eine Wand rein. So, jetzt ist die Frage, nehme ich das wirklich? Ich nehme das wirklich als Mittelgang, oder? Also der Maschinenraum, das ist jetzt wirklich viel, was da hinten drin steht, weil allein es sind nur sechs Motoren. Deswegen würde ich wirklich behaupten, wir machen hier einen Korridor bis hier vor und nehmen die zwei Türen weg und dafür hier eine Tür rein. Oder? Ich könnte jetzt auf eure Kommentare warten, aber dann kann ich nicht weitermachen. Weil dann müsste ich jetzt wirklich warten, bis ihr mir hier was geschrieben habt. Wie könnte man das denn noch lösen? Ja gut, ich könnte jetzt hier lang gehen und dann hier nochmal einen Korridor machen, dann brauche ich die Türen nicht rausnehmen. Ist aber eigentlich auch Platzverschwendung, weil dann hättest du hier einen Korridor mit von so einer Breite und würdest hier aber weil hier auf die Seite wären es ja nochmal, sollen es ja nochmal zwei Räume wären. Das wäre ja auch ein bisschen blöd. Weil was hatte ich gesagt? Ich würde jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich würde jetzt hier trennen, oder? Hier hatte ich gesagt, hier würde ich trennen. Zwecks. Ich mach mal hier bloß. So. Da setze ich immer noch eine Wand oben drauf, dass ich das weiß. Hier rum ist ja jetzt scheißegal. So, da würde ich trennen. Oh Gott, das sehe ich doch nicht. Das sehe ich doch nicht. So. Hier würde ich jetzt trennen für quasi Raffinerie und Treibstofftanks. Und hier vorne sollten dann hier vorne würde dann die Schmelze reinkommen. Wenn ich jetzt noch eins abziehe, habe ich nur noch 1, 2, 3, 4. Nee, das mache ich nicht. Also beim besten Willen, dit mache ich nicht. Weil das wirkt dann wirklich gequetscht. Und der Anker muss ja oder weg. Der Anker nervt. Der Anker muss raus. Machen wir das nächste Mal, wenn wir ablegen. Definitiv. Jetzt müsste ich mir bloß eine Lösung einfallen lassen, dass ich das mit den zwei Türen hier lassen kann. Ist ja hier jetzt quasi kein Thema. Hoppala. Meine Fresse, was ist denn heute los? Irgendwie in was Trockenes reingebissen. So, oh, die Palmen sind schon wieder durch. Sehr schön. Ja. Genau, das ist jetzt hier die Frage.
Also so das hier hinten. Oh, ich könnte mal für Licht suchen, oder? Das ist ja echt ätzend hier hinten. Warte mal. Was brauche ich für die schicken Lampen? Schrott und Glas. Kommen da immer zwei raus? Ich glaube, da kommen immer zwei raus, ja? Ich glaube jetzt einfach mal 12. Und dann brauche ich noch das Glas. Na halt, das war jetzt hier. Nee, da kommen eben nicht zwei raus. Die sind schweineteuer, die Lampen. Wie ist denn das jetzt, wenn ich die Wand dann... Warte mal, das teste ich vor, mal. Ich will die Wand jetzt... Ja, das war klar. Wo ist das jetzt hin? Nee. Ach, ich hab's eingesammelt. Okay, gut. Also wenn ich Platz im Inventar sammle, sammelt das ein. Ja, dann brauche ich an die Wand ja noch gar nicht dranhängen. Weil ich hatte das irgendwie im Kopf, dass wenn du das quasi... Wie komme ich denn jetzt hier runter? Weil Enter mache ich ja bloß zu. So. So, Maschinenraum, fertig. Also wenn du das an die Wand dran hast, sammelst es ein, also fällt es quasi runter. Gut zu wissen. Das ist echt gut zu wissen. So, aber für die richtige Lichtverteilung. Boah, ist sie hell. Uhuhu. Das ist ja nice. Wo hängen die jetzt? So, gibt schon mal ein bisschen mehr Licht, oder? Könnten wir die jetzt zum Beispiel mal woanders hinstellen, damit wir das mal richtig sehen. Oh ja, doch, die schmeißen gut Licht. So, ist jetzt aber eigentlich auch blöd, weil ich mache hier die Wand zu. Brauche ich für den Korridor wieder extra Licht. Ach Leute, das ist echt geil. Das ist doch fetzig. Das ist doch fetzig. Jawohl. Aber deswegen ist es ja schon mal gut, dass wir schon mal drei hochgebaut haben, also quasi zweieinhalb. Weil eins und zweieinhalb, genau. Deswegen ist es doch schon mal echt gut. Aber das heißt, Schrott, 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 Schrott. Wir brauchen Schrott, 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 Schrott. Ja, sehr schön. Na gut. Okay, dann stelle ich mir das jetzt mal hier vorne hin, dass wir hier vorne wenigstens ein bisschen Licht haben. So. Gibt es in der Küche, wenn es in der provisorischen Küche schon mal ein bisschen Licht. Ja. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, weil das soll es für die Folge jetzt erstmal gewesen sein. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen rumtüfteln im Off, also im Offscreen und mir was überlegen. Ob ich jetzt was ohne euch mache, weiß ich noch nicht, weil ich, wie gesagt, ich brauche die Folgen eigentlich, weil sonst komme ich ein bisschen in Verzug und es wird ja auch schon ein bisschen anders laufen. Ihr werdet das ja schon mitkriegen. Das ist jetzt quasi, weil Urlaubszeit und so, da will die Familie noch ein bisschen was voneinander haben. Und ich will auch was von meiner Family haben. Und Ausflüge und so ist ja alles geplant. Und ich höre jetzt auf zu schwallen, weil sonst schaffe ich heute nichts mehr. So, gut. Also, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein bisschen Feedback da. Und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es dann heißt, ich habe keine Ahnung, was ich hier noch machen soll. Nee, Quatsch. Also die Ideen gehen mir nicht aus. Das Umgeräume geht mir dann halt bloß aufs Schwein. Hier habe ich Glück gehabt. Die Wand kann ich eigentlich gleich. Muss ich aber gar nicht, weil ist ja schon wieder, siehst du, ich bin schon wieder völlig daneben. Alles klar, gut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.